Das perfideste, was Michael Billmann und Roland Tauber gemacht haben, war bei ihrer ersten Pleite, die sie natürlich aufgrund ihrer Unkenntnis zustande gebracht haben, dass sie mich aufforderten, das zweite hälftige Stammkapital für die Pleite zu überweisen. Und zwar hat Michael Billmann das in einem E-Mail gesagt, in zwei Zeilen: Du musst jetzt das zweite hälftige Stammkapital überweisen. Das war so 2,5 Jahre nach dem ersten Programm. Und ich hatte damit gar nichts mehr zu tun, weil sie mich schon vor dem ersten Buch als Mitarbeiter ausgeschlossen hatten. Ich war so blöd, in der GmbH jedem ein Drittel zu geben. Und die beiden dämlichen Nichtswisser mit ihrer Zweidrittelmehrheit hatten mich ausgeschlossen. Ich konnte überhaupt nicht mehr mitarbeiten, sollte aber nach 2,5 Jahren ihre Pleite dann mitbezahlen. Ich ging dann zur Kanzlei Meister Ernst in Münster, und zwar zum Rechtsanwalt Achelpöhler. Den kennt man vielleicht als einen, der so grün alternativ angehaucht ist, ja, so als ja, so ein gut Rechtsanwalt, ne? Kennt man bestimmt auch aus den Medien. Er hat sich mal eine Sache angehört, fand das aber nicht so brisant, da konnte er keine großen Medien Angelegenheiten mitmachen und verwies mich dann innerhalb der Kanzlei Meister Ernst auf einen Dr. Schumacher, ja. Der hätte mein Sohn sein können, und ja, der war zwar okay, aber wusste halt auch nichts und strengte sich auch nicht an. Für diese Kanzlei Meister Ernst waren das alles ganz lächerliche Fälle. Ja. So. Jedenfalls gab es darüber und auch über weitere Kalamitäten lange, lange Zeit rechtsanwaltliche Händel. Und wie das Recht so ist, ich war in der GmbH, ich hatte nur ein Drittel, ich musste den Scheiß bezahlen, den die verursacht haben. Und ich war natürlich sauer. Meine Frau war auch sauer. Was dabei rumkam, war, dass ich von meinem Hausanteil meine Schulden sofort bezahlt habe. Resultat war aber auch eine Scheidung. Nicht, weil wir uns persönlich jetzt gar nicht mehr mögen oder so, sondern weil diese
ganze wirtschaftliche Kacke. Es so bedeutet hat. Also, Scheidung, Haus weg, Klamotten bezahlt, neue Wohnung, Single. Ohnmächtig. Ohnmächtig. Ich bin einmal noch mit meiner Frau zu Billmanns gefahren. Billmann, der alte Taxifahrer, Zwangscharakter, lebte bei seiner Mutter. Und weil mein Haus eine Sicherung des Oktoberverlags bei den Banken war, hatten wir dann gesagt, bitte nehmt doch euer Haus, also das von Frau Billmann, als Sicherung und nehmt mich daraus. Das wollten die aber nicht und vor allen Dingen die Mutter nicht. Eine blöde, dumme Kuh, so dass ich darauf saß. Das ist das Rechtssystem, das Wirtschaftssystem, mit dem wir so walten. Es gab also von vor allen Dingen Billmann gar nichts. Und Roland Tauber hielt sich schön raus, obwohl er ein Erbe hat, was das Ganze tragen kann. Ich will das nicht weiter erzählen, aber ich weiß das. Ich weiß das sehr gut. Kurz und gut. Ich habe den Oktoberverlag nicht nur ideell getragen, gemacht, sondern auch materiell hingestellt. Und das wurde mir von Michael Billmann und Roland Tauber genommen. Und dadurch haben sie mir ein zweites Leben gemacht. Ich war 40, 44 Jahre alt. Da haben sie mir ein zweites Leben gemacht. Und mein zweites Leben war nicht schlecht. Ja, aber es war nicht das, was ich wollte. Arschlöcher. Es gibt Arschlöcher ohne Ende. Und es gibt vor allen Dingen Arschlöcher bei den linksgrün Versifften. Bei den linksgrün Versifften.